563.000 Österreicherinnen und Österreicher haben das Volksbegehren gegen TTIP und CETA unterschrieben. Daran erkennt man, wie groß die Sorge der Österreicherinnen und Österreicher dieses Thema betreffend ist, wie groß auch der Aufklärungsbedarf ist, wie gering die Transparenz im bisherigen Prozess, sowohl was CETA als auch was TTIP betrifft, war. Wir Freiheitliche nehmen diese 563.000 Stimmen aus dem Volk sehr, sehr ernst. Wir sind auch dankbar den Initiatoren dieses Volksbegehrens, weil jetzt ein Prozess auch in Gang gesetzt wird, der genau diese Voraussetzungen erfüllt oder das erfüllt, was wir fordern, nämlich Transparenz, inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, nicht hinter verschlossenen Türen, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern in der Öffentlichkeit über parlamentarische Prozesse. Und das ist gut so. Diese beiden Abkommen werden ja immer verkauft, unter Anführungszeichen, als Freihandelsabkommen mit dem Beisatz. Freihandel ist was Wichtiges, insbesondere für eine kleine Volkswirtschaft wie Österreich es darstellt. Dem kann man ja uneingeschränkt zustimmen. Das Problem, das wir bei beiden Abkommen haben, ist jenes, dass Freihandel draufsteht und dass viele Dinge drin sind, die mit Freihandel eben nichts zu tun haben. Viele Dinge, die wir ablehnen, drinnen sind in dieser Mogelpackung, die mit Freihandel nichts zu tun haben. Ich beginne mit dem ersten Punkt, die Schiedsgerichte. Die Schiedsgerichte, privaten Schiedsgerichte, Investitionsschutzverfahren, die wir ablehnen, weil wir der Meinung sind, wir haben ein ausreichendes entwickeltes Rechtssystem zum einen und zum anderen. Die Schiedsgerichte, so wie sie ausgestaltet sind, mit enormen Grundgebühren, die da schon einmal zu entrichten sind, genau diejenigen von der Durchsetzung des Rechts abhalten, die eben nicht die finanziellen Mittel haben. Und wenn ich von finanziellen Mitteln spreche, dann spreche ich nicht von ein paar tausend Euro, sondern das geht ja dann in die Hunderttausende Euro, Millionen Euro. Das heißt, das bevorzugt ganz eindeutig große Konzerne, sage ich einmal, die eben diese entsprechenden Mittel haben. So, und dann verkauft man uns unter Freihandel auch so Feinheiten wie Regulatory Issues, den Regulierungsrat. Die Amerikaner verstehen darunter, ich zitiere, eine Form der Beschlussfassung, die unterhalb der Parlamente erfolgt. Das ist integrativer Bestandteil dieser Vertragsvereinbarung. Was heißt das konkret? Das heißt nicht mehr und nicht weniger, dass Gesetzesvorhaben bzw. Gesetzesvorhaben von den Regierungen bzw. von den Regierungen, dem Europäischen Parlament vorab Lobbyistengruppen vorzulegen sind, damit die das prüfen können, ändern können etc. Lehnen wir ab, entspricht überhaupt nicht unserem Zugang. Eine weitere ganz gefährliche Klausel, die der angloamerikanischen Rechtsphilosophie entspricht, ist jene, dass diese Abkommen, zumindest TTIP, als sogenanntes Living Agreement, als lebendes Abkommen zu bezeichnen sind. Das widerspricht unserem Zugang, mitteleuropäischen Zugang, wonach wir die Parlamente bzw. die entsprechenden gesetzgebenden Körperschaften Gesetze beschließen und die dann umgesetzt werden. Wir kennen das Legalitätsprinzip, das heißt Umsetzung nur im Rahmen der Gesetze. Was ist dieses Living Agreement? Das heißt, dass TTIP und CETA nur den groben Rahmen vorgibt und innerhalb dieses Rahmens dann eigene Kommissionen, die natürlich aus Beamten, Lobbyisten etc. bestehen, diesen Rahmen näher definieren. Was heißt näher definieren? Ganz konkret, wenn da irgendwelche Richtlinien drinnen sind oder Höchstsätze etc., dann können die beliebig mehr oder weniger abgeändert werden, völlig vorbei an einer parlamentarischen Kontrolle, völlig vorbei an der Kontrolle der Bevölkerung im Wesentlichen. Und das lehnen wir ab und das soll uns alles verkauft werden unter dem Titel Freihandelsabkommen. Ist nicht in Ordnung. Dann gibt es noch so Feinheiten wie die Stillstandsklausel und die Sperrklinkenklausel. Also man sieht, in diesen Vertragswerken liegt der Hund sozusagen im Detail begraben. Und wir müssen hier ganz, ganz vorsichtig sein und aufpassen und alles daran setzen, diese nachträglichen Regelungen herauszuverhandeln. Anderenfalls es seitens der Freiheitlichen keinesfalls eine Zustimmung geben kann.
Kurz ein Wort noch zum Verhalten der SPÖ und Bundeskanzler Kern. Mich wundert auch, dass das Thema den Herrn Bundeskanzler offensichtlich nicht so interessiert, dass er hier heute bei einem Volksbegehren, das 560.000 Österreicherinnen und Österreicher unterzeichnet haben, anwesend ist. Kickl war gerade da, ich weiß nicht, wo der Herbert jetzt gerade ist. Gut, aber es ist schon der Herr Magister Kern, Bundeskanzler und prioritär Angesprochener hier. Noch kurz zum Verhalten der SPÖ, die ja anfänglich sehr kritisch CETA und TTIP gegenüberstand oder ablehnend sogar. Bundeskanzler Kern dann in der Zwischenzeit, also ich korrigiere mich, die ja anfänglich vorbehaltlos mehr oder weniger für TTIP und CETA war. Und Bundeskanzler Kern hat dann in der Zwischenzeit entdeckt, dass man das gut auch darstellen kann, wenn man ein bisschen kritisch auftritt, hat dann entsprechend, wir erinnern uns, vor ein paar Monaten hier sehr, sehr kritisch agiert, allerdings leider nur in Österreich. Hier auf internationaler Ebene, wo er die Gelegenheit gehabt hätte, seine kritischen Standpunkte auch durch Taten umzusetzen, hat er eben nichts gemacht. Jüngst in Bratislava unterschrieben, sodass CETA unterschrieben, sodass jetzt die vorläufige Inkrafttretung in Gang gesetzt wurde. Also in Österreich kritisch sein und auf europäischer Ebene dann diesen Dingen vorbehaltlos zustimmen, das ist eine Vorgehensweise, die wir sehr kritisch sehen und ablehnen. Zum Abschluss unser grundsätzlicher Zugang zu diesem Thema. Wir haben eine Bundesverfassung und in dieser Bundesverfassung steht im Artikel 1, das Recht geht vom Volk aus. Das ist auch die Umschreibung von Demokratie, Demos, das Volk, und Kratos, die Macht oder Herrschaft. Das Recht geht vom Volk aus. Das ist für uns Freiheitliche ein ganz elementarer, wenn nicht der wichtigste Punkt. Deswegen sind wir Freiheitliche auch sehr stark dafür, die Instrumente dieser Demokratie noch weiter auszubauen, insbesondere die Instrumente der direkten Demokratie noch weiter auszubauen, sodass hier auch dieses Volksbegehren als ein solches Teilinstrument der direkten Demokratie von uns ausdrücklich begrüßt wird. Noch einmal der Dank an die Initiatoren, aber auch die repräsentative Demokratie im Rahmen der Parlamente, des Bundesrates und der Landtage dem gegenüber steht. Und das ist ja auch diese Verträge TTIP und CETA sind ja auch Ausdruck des Gegenmodells sozusagen. Und das Gegenmodell nennt sich Plutokratie. Plutokratie, Plutos, Reichtum, Vermögen, die Macht der Reichen und Vermögenden und der Konzerne. Wie bitte? Ich verstehe Sie nicht. Alles, was in diese Richtung geht, ist äußerst kritisch zu betrachten. TTIP und CETA gehen, wenn sie so beschlossen werden, wie sie hier vorliegen, absolut in diese Richtung und sind von uns daher mit aller Entschiedenheit in dieser Form abzulehnen. TTIP und CETA Freihandelsabkommen zu bezeichnen, sei ein Etikettenschwindel. Da ist viel drin, was mit frei wenig zu tun hat, sagte Axel Kasseker von der FPÖ.